Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und zwar mit der Su-122-44, gespielt von Nidromo. Er freut sich über das Matchmaking, wie er hier gerade schreibt. Ja, das ist nachvollziehbar, weil ihr seht, er ist der einzige Siebener auf seiner Seite. Beim Gegner gibt es zwei Stück, davon eine Arti und ansonsten fast hauptsächlich Fünfer. Das ist natürlich Hammer, also da freut man sich sehr, sehr stark drauf. Nun also auch wieder mit Mods, wie ihr seht. Ode Mortis hat ganze Arbeit geleistet und es gibt endlich auch wieder Mods. Das ist auch sehr schön. Ich freue mich auch da wieder wirklich stark darüber. Jetzt gucken wir mal, was er jetzt hier macht. Auf dem guten alten Himmelsdorf in der Begegnung. Fahrt er jetzt Richtung... Rückwärts? Ne, doch wieder vorwärts. Fahrt er jetzt Richtung Hügel? Bin ja gespannt, wenn natürlich da oben was los ist, dann macht es da richtig Rums. Da kann man richtig dann ordentlich mit der Keule um sich hauen. Und bei dem Matchmaking ist die Kanone eine Keule. Weil wenn man hier sieht, wenn man sieht, was man sieht, 390 Schaden mit 175 Durchschlag oder 390 Schaden mit 217 Durchschlag. Und in dem Fall braucht man kein Premium, sondern es langt in der Regel alles Normale. Da ist dann die Kanone schon sehr spannend, weil da gibt es viele potenzielle One-Hits für ihn. Unten die Mitte ist aber sehr sträflich verlassen worden. Also man sieht, da unten ist ein T-67 gegenüber drei Panzern. Mitte gar nichts. Also da ist wenig. So, der T-34-85 kommt zurück und er hat es jetzt gerade nicht so überblickt und fahrt ihm deswegen hinten rein. Sei es drum. Da hat er jetzt reichlich an Gegnern. So, der T-67 fährt unten weg. Damit ist die Straße offen. Man sieht, der KV-1S ist vorgerückt. Und ja, unten ist jetzt soweit wenig Sicht auf die ganzen Gegner. So, er hier oben mit dem KV. Da unten der PZ. Der KV kommt jetzt vor. Jetzt gibt er ihn mit einem One-Shot. Gibt er ihm schön die Seite. Nimmt ihn da ordentlich Dant. Wie gesagt, unten sieht man gar keine Sicht mehr. Da ist alles durch. Er kommt nicht auf den Gegner hier drauf. Jetzt kann es natürlich gleich sein, dass hier hinten gleich einer kommen wird. Da ist er auch schon, der T-34-85. Da pinkt er auch. Der wird jetzt die Grille wegholen. Aber das ist einfach so. Der 12-Tonner steht. Steht nicht mehr. Ja, der hat wohl keine Lust gehabt zu schießen. Dachte sich, ja, bevor ich jetzt hier schieße, ich mache einen auf Pazifist. 2 zu 6, 3 zu 6. Macht hier die Kills klar. One-Shot after One-Shot. Und jetzt verschießt er beim 85er. Bounce. Der eine sieht ihn gar nicht. Der KV-85 hat ihn gesehen, aber das hat ihm nicht viel gebracht. Und der 12-Tonner schreibt, I was eating pizza. Ja, im... Oh, schon wieder ein Kill. Im Gefecht sollte man vielleicht auch nicht unbedingt eine Pizza essen. So, der ist weg. Jetzt kann er auf den T29 gehen. Sein Nemesis auf der Tierstufe. You bad Su-122, schreibt der 12-Tonner. Ja, aber er nimmt sportlich. Wenn er schon nicht die Pizza schmecken lässt, dann muss er damit auch leben. Mit Auto-Aim vorne auf die Platte hat er leider abgeprallt. KV-1 kommt durch. Und der verschießt. Oh, so knapp. Blockt nochmal. Jetzt kommt der T29 vor. Und nimmt ihn. Jetzt aber der KV-1. Dem nimmt er raus. Sehr schön. Sehr nice Hit. Mittlerweile 9 zu 11. Und auch den zündet er an. Und weiter geht's. Oh, da ist der Nidromo erg verärgert. Fuck you, Killstealer. Naja, das Thema Fuck you haben wir ja schon beim letzten Replay vor kurzem mal gehabt. Ich würde sagen, das muss man einfach sportlich sehen. Und wenn ich jedes Battle nicht nehme, wo mal ein Fuck you drin vorkommt, ja, dann glaube ich, kann ich bald gar keins mehr nehmen. Nidromo, es gibt einen Tadel an dieser Stelle. Lassen wir es mal dabei bewenden. Kann es verstehen, dass es ein bisschen ärgerlich ist. So, da vorne. Da fällt doch was.
Nein! Wie kann man denn den so knapp dazwischen setzen? Das ist ja... Selbst wenn man den so wollen würde, wird es nicht klappen. Ja, unglaublich. So, aber jetzt. Jetzt kann er einaimen, hat alle Zeit der Welt auf das Stuck und kann schießen und... Wie, was? Wie geht denn das? Das Stuck hat irgendeine Macht, die es nicht zulässt, getötet zu werden. Jetzt kommt es aber wieder vor. Und jetzt aber verhältnismäßig einfach. Ganz kuriose Szene. Ja, aktuell hat er seine Top Gun. Der schreibt das auch und gibt einen Knutsch-Smiley. Da ist er wieder glücklich. So, er fährt weiter vor. Aktuell zusammen in ihrem frisch gebildeten Zug 9 Kills. Auch sehr, sehr ordentlich für 11 Kills. Und nachdem sie auch so weit hinten lagen. So, da ist der PZ. Prallt ab. Er nimmt ihn aber sowas von schön raus. Also wirklich die Einaim-Zeit. In der Drehung hat er ihn verwandelt praktisch. So, sie rücken hier jetzt etwas vor. Fahren Richtung Cap. Mal schauen, ob da irgendwo was ist. Weil sie sind halt auch beide im Bereich von der HP-Pool, der auch nicht mehr wirklich stark ist. Da im Cap ist nichts gewesen. Was da drüben? Oh, da ist der T1 Heavy. Und auch der ist im One-Shot... Ja. Auch der ist tot. Krass. Oh, hinter ihm, da muss er weiter vorfahren. Genau, perfekt. KV-1S. Beide noch fast voll, also die haben noch gut HP. KV verschießt und jetzt hat er nicht mehr gut HP. So, T34 schießt. Jetzt schauen wir mal, ob sie im Zug agieren und sich die Kills jetzt überlassen, beziehungsweise für ihn. Er verschießt jetzt hier leider. Oh, jetzt schreibt er Stopp. Im Zugchat. Und er will die Kills und das ist natürlich nachvollziehbar. Und das ist clever gemacht, einen Zug zu bilden. Da fühlt man sich dem anderen vielleicht ein bisschen verbunden. Und ich glaube sogar, der T34 geht da wirklich drauf ein. Nein! Gekettet. Jetzt wird er ein bisschen nervös. Man merkt schon. So, jetzt will er auf den KV. Auch da prallt er wieder ab. Auch da hätte ich jetzt eher den T34 genommen. So, da macht er den Kill. Von dem her eine sauschöne Runde. Und ich kann es euch vorwegnehmen, er macht den 10. Kill auch noch mit einer schönen RAM-Aktion. Von dem her hoffe ich, euch hat es gefallen. Und wenn ja, lasst einen Kommentar, Abo oder Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.